Ja, herzlich willkommen zu unserem Shortcut, New Economy Shortcut für heute, Dienstag, 22. März 2022. Wir sind mitten in sehr trubelhaften Zeiten. Wir hatten in diesen Zeiten, also vor diesen Zeiten schon vor, uns mal mit dem Thema zu beschäftigen, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, das Stichwort Superabschreibungen mit speziellem Fokus auf Klima- und Digitalinvestitionen. Das ist in der Regierung zwischenzeitlich offenbar ein bisschen in den Hintergrund getreten. Es könnte jetzt vielleicht nochmal ein neues Thema werden angesichts der konjunkturellen Entwicklung, wirtschaftlichen Entwicklung. Steht potenziell ja die Frage im Raum, wie man da negative Konsequenzen der kriegerischen Entwicklungen, dieser Folgen, die sie haben, auffangen könnte. Das können wir so ein bisschen in diesen Kontext stellen und gewinnt dadurch natürlich nochmal aktuelles Interesse. Es gab damals eine sehr spannende Diskussion, die schon sozusagen im Wahlkampf angefangen hat um den Vorschlag. Es gab verschiedene Modellberechnungen damals darüber, wie Unternehmen am besten geholfen werden konnte, unter anderem auch vom ifo-Institut. Deswegen freue ich mich besonders, dass Clemens Fuest auch dabei ist. Damals halt mit Rechnungen dazu, was Steuersatzsenkungen versus Abschreibungen oder als Paket beides zusammenbringen könnte. Es hat dann, glaube ich, im Laufe des Wahlkampfs auch so einen Schwerpunkt gegeben beim Wahlkampf von Christian Lindner. Herr Herbrand ist finanzpolitischer Sprecher der FDP und von daher nah dran, dahingehend sozusagen einen Schwerpunkt auf die Superabschreibungen zu legen, also eine besondere Bevorzugung von Investitionen, vor allen Dingen in Klima- und Digitalinvestitionen, um relativ schnell die Konjunktur anzuschieben oder die Wirtschaft Investitionen zu generieren. Ob das jetzt konjunkturell oder nicht konjunkturell ist, das noch die andere Frage. Bin sehr froh, dass wir dieses hochrangige Panel zusammenbekommen haben und jetzt konzentriert in einer Stunde darüber diskutieren können. Ist das jetzt der Moment, wo man diese Superabschreibungen machen sollte? Sollte man damit warten? Zwischenzeitlich war sozusagen ein bisschen das Signal in die Richtung. Und wie genau könnte man das ausgestalten? Was kann man davon erwarten? Ich habe die beiden Panelisten, Clemens Fuest, Markus Herbrand, schon kurz vorgestellt. Wir haben als dritte Sandra Detzer. Sie ist Mitglied des Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied im Finanzausschuss. Und Achim Truger, einer der vier Mitglieder aktuell im Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Lage. Und dort auch sehr oder seit jeher sehr stark mit finanzpolitischen Fragen befasst, dieses Thema mit uns zu diskutieren. Ich gebe das Wort direkt an Herrn Herbrand, um nochmal ein bisschen die Position darzustellen, die FDP hier hat, was der Vorschlag war, und vielleicht uns auch einen kleinen Eindruck davon zu geben, wie der Stand der Diskussion oder der Vorbereitungen ist oder der Planung, wann, wie das relevant werden könnte, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass kürzlich Abschreibungen auch in dem ersten Hilfspaket zur Bekämpfung der Energiekrise oder Energiekostenkrise mit drin waren. Herr Herbrand, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Fricke. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören, denn ich hatte eben Schwierigkeiten in der Verbindung. Ich hoffe, dass das gut geht. Herr Fricke, es ist nicht die Position der FDP, sondern das ist ja die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, über die wir hier heute sprechen. Der Koalitionsvertrag Mehr Fortschritt wagen. Da gibt es die Formulierung drin, muss sie jetzt mal gerade zitieren: Wir wollen eine Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter schaffen, die den Steuerpflichtigen in den Jahren 2022 und 2023 ermöglicht, einen Anteil der Anschaffungs- und Herstellungskosten der im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in besonderer Weise diesen Zwecken dienen, vom steuerlichen Gewinn abzuziehen, in Anführung und Abführung Superabschreibung. Sie merken an der Formulierung, und deshalb habe ich es auch einfach nochmal zitiert, dass sich die Koalitionsparteien im Rahmen der Verhandlungen entweder nicht festlegen wollten oder aber, sag ich mal, sich nicht einig waren, was die Ausgestaltung dieser sogenannten als Superabschreibung benannten Regelung bedeutet. Wird es A eine Prämie oder wird es B
eine wirkliche Abschreibung. Das sind ja schon unterschiedliche Sachen, über die wir hier diskutieren. Es mag auch Genehmigungsvorbehalte geben im Beihilferecht, was die EU angeht. Das Ganze wird zu klären sein. Fakt ist, die Koalitionäre haben sich auf zwei vor allem Problemfelder identifiziert, in die man ganz besonders reingehen möchte. Das ist die Dekarbonisierung und das ist die Digitalisierung. Ich persönlich bin der Auffassung, dass die Digitalisierung sozusagen die Basis oder eine bessere Digitalisierung die Basis für vieles sein wird, was auch sonst noch in dem Koalitionsvertrag verabredet wurde. Also wenn wir über beschleunigte Planungsverfahren und anderes sprechen, dann wird das alles nur mit einer besseren Digitalisierung vonstatten gehen. Und über die Notwendigkeit der Dekarbonisierung, glaube ich, brauchen wir in dem Plenum hier nicht zu sprechen. Also warum? Wir wollen genau diese Ziele erreichen. Und der Staat tut auch seinen Teil. Er gibt viel Geld, um diese Ziele in den Jahren erreichen zu wollen. Aber wir wollen halt auch privates Kapital mobilisieren dafür. Und deshalb ist die Frage, sollen wir da über eine super Abschreibung oder eine Investitionsprämie reingehen, damit wir, und das war der Ursprungsgedanke, aus der Krise nach Corona herauskommen können, herauswachsen können, mit beschleunigten Verfahren da reingehen können. Und wir wollen damit natürlich volkswirtschaftliche Effekte erreichen, also hinein auch in die Beschäftigung, also neben den Zielen, die ich eben genannt habe, die für uns wichtig sind, die identifiziert worden sind und wichtig sind, wollen wir natürlich auch in die Beschäftigung etc. wichtige Dinge erreichen. Die zeitliche Perspektive, Sie haben es zu Recht angesprochen, ist etwas ins Wanken geraten. Nun ist die ganze Welt etwas ins Wanken geraten in den vergangenen 4 Wochen. Und das eine hängt auch mit dem anderen zusammen. Also ursprünglich vorgesehen war ja, wie zitiert, 22 und 23. Für 22, und jetzt glaube ich, komme ich auf das zu sprechen, was wir hier diskutieren wollen, wird es keine Rolle mehr spielen, ist mein fester Eindruck. Wir werden es einfach schlicht und ergreifend auch gar nicht mehr hinbekommen. Ich glaube persönlich auch, dass Wirtschaft braucht ja auch Vorlauf, um Planungssicherheit zu haben, um diese Investitionen zu planen, dass das für 22 gar keine Rolle mehr spielen wird. Bin aber auch ganz sicher und will das auch ganz deutlich sagen, es ist nicht die Frage, ob sie kommt, sondern vielmehr die Frage, wann sie kommt und in welcher Ausgestaltung sie kommt. Die Frage nach der Ausgestaltung habe ich eben schon angesprochen. Es gibt möglicherweise auch Alternativen, über die man sich vielleicht auch im Rahmen der Koalitionsvereinbarungen oder Verhandlungen unterhalten hat. Ich war selber nicht dabei, ich glaube die Kollegin Deser auch nicht. Insofern kann ich da wenig zu sagen. Ich selber bin persönlich auch immer ein Freund eines anderen Steuerrechts, dass man da über Steuersätze und vor allem aber über die Bemessungsgrundlage etwas machen könnte, was jetzt nicht nur zwei identifizierte Spielfelder betreffen, ist meine Meinung, insbesondere da ich auch immer große Abgrenzungsschwierigkeiten sehe. Sei es drum, das ist so vereinbart und so wird es auch kommen, wenn es frühestens allerdings in 23 hinbekommen. Das ist Stand der Dinge. Ja, vielen Dank. Das war sehr präzise auf den Punkt gebracht, wo wir stehen. Vielleicht Frau Detzer, Ihre Ergänzungen dazu als Teil der Regierungskoalition, die den Vertrag mit unterschrieben hat. Ja, Herr Fricke, ganz lieben Dank. Hallo in die Runde. Schön, dass wir diskutieren heute und dieses spannende Thema aufgeworfen haben. Und genauso wie Herr Herbrand das sagt, wir haben da eine sehr schöne Formulierung und eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag drinnen. Und man muss dennoch anerkennen, dass die Welt, in der diese Vereinbarung unterzeichnet wurde, einfach eine andere war als die, die wir jetzt gerade haben. Wir haben das in der guten Absicht unterzeichnet, dass wir Unternehmen, den Beschäftigten
einfach den Weg aus der Corona-Krise erleichtern wollen und dass wir anschieben wollen eben für Innovationskraft, für Arbeitsplätze. Wir haben uns gemeinsam vereinbart, dass wir ein Jahrzehnt der Investitionen anschieben wollen, ne, wo wir eben wissen, staatliche Investitionen sind nur ein Bruchteil dessen, was notwendig ist, um gerade auch Richtung Klimaneutralität schnellstmöglich zu kommen. Und das war eben die Absicht. Und da wissen wir, dass insbesondere Abschreibungen einfach einen großen Hebel haben, dass Unternehmen da einfach gerne drauf zurückgreifen, weil sie in der Regel einfach sehr gut zu handhaben sind und so die Wirkung dann einfach erzielen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen eine andere Problematik. Im Kern haben wir mit dem Corona-Steuerhilfegesetz, was wir jetzt gerade nochmal verabschiedet haben, und der degressiven AFA, die da ja schon drin ist, Herr Herbrand hat das am Rand gestreift, ja auch nochmal die Abschreibungsmöglichkeiten verlängert, die es gibt für Unternehmen, sozusagen diesen Gedanken auch einfach der Erleichterung von Investitionen nochmal weitergeführt. Diese Regelung gilt jetzt für 2022 weiter. Aus unserer Sicht, wir haben das jetzt explizit in der Koalition so noch nicht besprochen, Herr Herbrand, aber ich würde da Ihre Einschätzung teilen, ist das die Regelung im Kern, die für 2022 gilt und die da sozusagen wirkungsmächtig ist. Und wir reden dann, wenn wir über Superabschreibung reden, auf die wahrscheinlich über die Jahre dann 2023 fortfolgende. Ich glaube, es macht schon Sinn, nochmal drauf zu gucken, was wir gerade für eine wirtschaftliche Lage haben. Also ich will drei Aspekte rausgreifen. Wir haben ja die, sagen wir, eigentlich sehr gute Situation gehabt vor diesem brutalen Angriffskrieg jetzt, dass eigentlich wir gute Aussichten hatten dieses Jahr, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht und die Auftragsbücher auch in weiten Teilen gefüllt waren. Und gerade meine Maschinenbauer hier in Baden-Württemberg zum Beispiel, wenn ich die als Beispiel nehme, die haben ein Lieferkettenproblem gehabt und das haben sie jetzt noch mal stärker, gerade durch die geopolitischen Situationen. Wir haben jetzt gerade durch die Situation in der Ukraine natürlich noch mal einen enormen Schub bei dem Problem Energiepreise mit im Kern gerade noch unabsehbaren Folgen für Inflation. Und die hat uns ja vorher schon sehr, sehr beschäftigt. Und ich glaube, dass wir da in dieser Situation beides erreichen müssen, nämlich dann, wenn wir hoffentlich schnell diesen Krieg beendet sehen, zu gucken, dass eben die Investitionstätigkeit weiter angereizt wird, dass wir aber natürlich auch auf der anderen Seite eben nicht prozyklisch nochmal stärker Investitionsprobleme verschärfen, sozusagen Nachfrageengpässe nochmal stärker machen. Deswegen glaube ich, ja, wir werden diese Abschreibungsmöglichkeiten kriegen, aber wir werden nochmal sehr genau darüber diskutieren müssen, wann und in welcher Ausgestaltung wir sie dann umsetzen, damit wir einfach die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gut auch sozusagen mit einpreisen und mit einkalkulieren. Das wäre meine Ergänzung an der Stelle. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, sehr hilfreich. Ich würde auch denken, dass wir nochmal später nochmal auf die Frage zurückkommen, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um so etwas zu machen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist auch sozusagen das Zurückstellen bereits vor Ausbruch des Kriegs da gewesen. Und wenn ich mich recht entsinne, war das Argument schon das, was Sie gerade nannten, Frau Detzer. Soweit ich das verstanden habe, man sagte, eigentlich haben wir eher das Problem, dass die Unternehmen die Aufträge nicht abarbeiten können und weniger, dass sie sozusagen zu wenig zu tun haben und Investitionen anreizen müssen. Von daher vermengen sich die Faktoren, die jetzt da zusammenspielen. Herr Fuest, Ihre ökonomische Einschätzung der Idee und der jetzigen Situation, bitte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, zunächst stellt sich die Frage, das ist ja auch schon angesprochen worden, was will man eigentlich erreichen damit?
Da könnte man einmal kommen mit der Frage, ja, uns kümmert die langfristige Steuerlast in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Man will also Deutschland attraktiver machen für Investitionen im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist so diese grundsätzliche Standortdebatte. Die scheint mir hier jetzt nicht im Mittelpunkt zu stehen. Dann kann man diese Sonderabschreibung oder Superabschreibung als Lenkungsinstrument nehmen. Also man kann sagen, wir glauben, dass so nicht genug im Bereich Digitalisierung und Dekarbonisierung investiert wird von den Unternehmen. Wir wollen sie also dahin lenken. Und dann kann man sagen, das ist ein Stabilisierungsinstrument oder irgendwie eine Reaktion auf die Krise. Und das sind natürlich jetzt sehr verschiedene Ansätze. Wie Herr Herbrand auch zu Recht gesagt hat, ist es ganz wichtig, reden wir hier über eine Abschreibung, will bedeuten, das bringt ja zunächst mal nur Unternehmen etwas, die jetzt keine Verluste machen oder die zumindest Verlustrückträge haben und so das auch nutzen können. Für andere wäre das nur eine künftige Steuerentlastung, aber das würde jetzt liquiditätsmäßig gar nichts bringen. Also wenn man in einer Krise ist und Verluste macht und man kriegt jetzt eine Sonderabschreibung, dann hilft einem das ja nicht, weil man sowieso schon Verluste macht. Man kann da nur mehr vortragen. Also das ganze Instrument interagiert mit Verlustrückträgen und anderen Aspekten des Steuersystems. Und man muss auch sehen, dass wenn man Abschreibungen wählt als Instrument, auch Zuschüsse, dann hat das Auswirkungen auf die Struktur der Unternehmen. Wir haben jahrelang eine Steuerpolitik verfolgt, die in die gegenteilige Richtung ging. Also Abschreibungen eher zurücknehmen, Steuersätze senken. Und das fördert profitable Unternehmen, weniger kapitalintensive Unternehmen und belastet weniger profitable Unternehmen und kapitalintensive Unternehmen. Und man hat das wohl gemacht, also darüber gibt es verschiedene Theorien, kann man jetzt lange philosophieren, aber wenn man die Idee hat, dass hochprofitable Unternehmen, die nicht so viele Produktionsanlagen haben, dass die auch international mobiler ist, ich sage mal sowas wie Apple und so weiter, dann ist so eine Politik sinnvoll. Dann sagt man, okay, die entlasten wir ein bisschen, weil die leichter wegrennen. Und die anderen können wir eher belasten. Ich habe den Eindruck, das sind Überlegungen, die hier aber auch nicht im Mittelpunkt steht, sondern ich denke, es ist hier der Lenkungsaspekt und der Stabilisierungsaspekt steht hier im Mittelpunkt. Und zunächst mal zum Stabilisierungsaspekt. Das führt zu der wirklich spannenden Frage, die auch an der Forschungsfront ist. Ist es sinnvoll, in Krisen beschleunigte Abschreibungen zu verwenden, um gegen die Krise anzuarbeiten? Und dazu gibt es zwei Ergebnisse in der Literatur. Es gibt einmal schon eine etwas ältere Studie von Nick Bloom und anderen, die sagen im Wesentlichen, es ist nicht sinnvoll, aus folgendem Grund. Die sagen, in Krisen haben wir erhöhte Unsicherheit und die Unternehmen warten. Also der Optionswert, nicht zu investieren, sondern erstmal zu schauen, wie verläuft die Krise und dann entscheide ich, der ist umso größer, je höher die Unsicherheit ist. Und die sagen, dadurch kommt eine Rigidität und behaupten, auch das messen zu können, das ist nicht ganz einfach. Da kommt eine Rigidität hinein und deshalb bewegt man wenig in einer Krisensituation. Es gibt dann eine ganz aktuelle Studie von Andreas Peichel und Kollegen aus dem IFO. Die haben sich angeguckt, wie reagieren Unternehmen eigentlich auf höhere Gewerbesteuern. Das ist ja so in Deutschland, dass im Herbst immer angekündigt wird die Gewerbesteuer verändert und wir können in den IFO-Umfragedaten beobachten, ob Unternehmen danach ihre Investitionspläne revidieren. Und die Antwort, was da herauskommt, ist, wenn sie 1 Euro mehr per Gewerbesteuer einsammeln, dann sinken die Investitionen in guten Zeiten um 2 Euro, in schlechten Zeiten sinken sie um 4 Euro. Das ist also genau das gegenteilige Ergebnis. In Krisen ist Besteuerung schädlicher als in normalen Zeiten für Investitionen. Das würde also eher dafür sprechen, ja, so eine Entlastung in Krisenzeiten bringt etwas. Also ich glaube, das ist eine offene Debatte. Aber Frau Detzer, Sie haben gesagt, jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, was ist denn das eigentlich für eine Krise? Und die Krise, die wir derzeit haben, hat sehr stark mit diesen Lieferketteneinschränkungen zu tun. Und da würde ich auch sagen, man muss sich schon genau anschauen, wenn ich jetzt Anreize gebe, steuerliche Anreize zu investieren, können die Unternehmen überhaupt investieren? Also kriege ich, wenn die sich einen neuen Computer kaufen sollen, können die das überhaupt? Wenn wir die Vorstellung haben, die sind sowieso rationiert, die würden sowieso mehr Computer kaufen oder mehr Maschinen kaufen, als sie kaufen können, dann führt eine beschleunigte Abschreibung zu 100% Mitnahmeeffekt. Ne? Also Mengeneffekt null, denn man will ja schon mehr kaufen. Man kriegt nur nicht genug. Man hat also so einen reinen, also keine, jedenfalls keinen
Anreizeffekt. Was man schon hat, ist, man lässt den Unternehmen Liquidität zukommen. Aber da lassen wir nun gerade den Unternehmen Liquidität zukommen, die Gewinne machen. Die brauchen es vielleicht nicht. Sondern wir sollten dann wirklich eher überlegen, sollten wir dann nicht Unternehmen helfen, zum Beispiel durch Erweiterung von Verlustrückträgen, die wirklich irgendwann mal profitabel waren, aber jetzt in die Miesen gerutscht sind. Das haben wir ja schon diskutiert in der Corona-Krise. Also mir scheint es derzeit, wäre zum Beispiel Verlustrücktrag, wenn das das Ziel ist, also Unternehmen jetzt zu helfen, das wäre wichtiger. Letzter Punkt, diese Lenkungsgeschichte. Also ich muss sagen, das verstehe ich nicht so ganz. Wir haben derzeit eine Fülle von Instrumenten und Förderprogrammen, man kann sich kaum noch retten, die Unternehmen drängen, in den Bereichen Dekarbonisierung und Digitalisierung zu investieren. Müssen wir diese Lenkungswirkung jetzt wirklich nochmal verstärken? Ich würde es für klüger halten, wenn man Unternehmensinvestitionen fördern will, dass man es vielleicht nicht so intensiv fördert, aber wirklich breit fördert. Auch deshalb, weil Sie haben es angesprochen, Herr Herbrand, wie will ich das denn eigentlich abgrenzen? Also wenn ich jetzt eine neue Maschine, eine moderne Maschine kaufe, die ist voller Sensoren, die ist voller Digitalisierung. Ist das jetzt eine Digitalisierungsinvestition oder nicht? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, das können wir uns sparen. Also insgesamt muss ich sagen, in der aktuellen Lage das zu machen, da bin ich skeptisch, insbesondere wegen der Lieferkettenrationierung, sage ich mal. Da würde ich eher versuchen, Unternehmen zu helfen, die gestern profitabel waren, aber heute in die Miesen geraten sind. Und falls Superabschreibung, dann würde ich das mal auf die Zukunft verschieben, wenn die Lieferketten wieder repariert sind. Danke. Vielen Dank. Dann, bevor wir da weiter Fragen dazu stellen, Achim Truger. Ja, vielen Dank, Thomas Fricke. Hallo in die Runde. Ja, das sind jetzt ja relativ ernüchternde Resultate, nachdem ja die Idee der Superabschreibung schon in den Koalitionsverhandlungen davor so ein bisschen als Wunderwaffe beschrieben war. Sagen wir so, ich fand eigentlich das Instrument grundsätzlich gut, weil es gerade in der Situation, in der politischen Situation, der finanzpolitischen Situation gewisse Vorteile hatte. Also einmal war es so, wenn man Unternehmen entlasten wollte und vor allen Dingen, wenn man Investitionen anreizen wollte, dann war das grundsätzlich ein vernünftiges Instrument, von dem man sich etwas erhoffen konnte. Na, die Frage ist jetzt das Timing, aber grundsätzlich ja. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Instrument, das die öffentlichen Haushalte zumindest mittelfristig nicht belastet. Also man hat im Übergang Steuerausfälle, aber es finanziert sich dann und man hat dann sogar, Clemens Fuß und andere vom IFO haben ja auch noch vor den Wahlen nochmal im August, so eine Simulationsrechnung veröffentlicht. Und da kam ja auch nochmal sehr deutlich raus, wie einmal hattet ihr sehr positive Effekte auf die Investitionen, aber es war eben auch von der Finanzierungsseite her am Ende sehr, sehr günstig. Es kam halt dann mittelfristig Mehreinnahmen. So, und das ist natürlich grundsätzlich erstmal in der Situation, wo die öffentlichen Finanzen noch angespannt waren, auf mittlere Sicht auch noch angespannt sein werden, wenn man gleichzeitig noch dann sehr an der Schuldenbremse hängt und da möglichst streng dran festhalten möchte, ist das ja grundsätzlich erstmal ein gutes Instrument. So, jetzt ist schon gesagt worden, Timing ist im Moment ein Problem. Wir verschieben ja jetzt im Prinzip fast schon rituell, kann man sagen, den Konjunkturaufschwung immer weiter, also sozusagen immer mehrere Quartale noch weiter. Die Lieferkettenprobleme hatte niemand so richtig auf dem Schirm und die werden jetzt eben nochmal durch diesen fürchterlichen Krieg einfach verstärkt. Insofern ist es wahrscheinlich auch gut, passt es ganz gut, dass politisch keine Einigkeit bestand und man dann jetzt, wenn über das Jahr 23 oder vielleicht auch später spricht. Also das dazu. Was mir noch wichtig ist, ist ein Aspekt, der die Finanzierung betrifft. Es ist zwar grundsätzlich so, dass mittelfristig man keine Mindereinnahmen hat, aber je nachdem, wie großzügig man das ausgestaltet, hat man natürlich im Übergang, also in den Jahren, in denen man die beschleunigte Abschreibung hat, in denen das wirkt, erstmal durchaus kräftige Steuerausfälle.
Also das war ja in der, ich beziehe mich ja jetzt auf eure Rechnung, Clemens, die ihr gemacht habt mit den 40% Abschreibung, glaube ich, im ersten Jahr. Da waren es ja 17 Milliarden im ersten Jahr und im Durchschnitt der drei ersten Jahre 10 Milliarden pro Jahr. Und da muss man sagen, das ist ja etwas, was selbst wenn der Bund sich jetzt einigen könnte, zu sagen, diesen Vorschuss sozusagen, den gewähren wir. Das kriegen wir mit der Schuldenbremse hin. Es wird jetzt ja ohnehin einiges wieder sich nochmal neu darstellen mit in der jetzigen Krisensituation, was die Schuldenbremse angeht. Dann ist es trotzdem so, dass Länder und Kommunen natürlich betroffen sind. Und ich habe das mal überschlagsmäßig mir angeschaut aufgrund alter Finanztableaus, wo es eben um die degressive AFA ging. Das ist durchaus so, dass zwei Drittel der Steuermindereinnahmen, die man ja überbrücken müsste dann, bei Ländern und Kommunen anfallen. Und weil natürlich die Kommunen über die Gewerbesteuer, über den Einkommensteueranteil, aber dann auch über ihre Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern im kommunalen Finanzausgleich betroffen sind, landen etwa 45% der Mindereinnahmen bei den Kommunen. Und das ist natürlich etwas, was man jetzt im Blick behalten muss, je nachdem wie die kommunale Finanzlage, auch die Finanzlage in den Ländern ist, dass man sich sozusagen nicht auf der einen Seite einen expansiven Impuls dann setzt, den man haben möchte, und auf der anderen Seite bei den Ländern und insbesondere bei den Kommunen dann zu einer Kürzungspolitik anregt, weil wir ja wissen, dass gerade die Kommunen wichtige öffentliche Investoren sind und sehr sensibel reagieren auf Steuereinnahmeschwankungen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man dann auch mittelfristig, wenn es soweit ist, mit den Superabschreibungen, in welcher Form auch immer, aus meiner Sicht unbedingt auf dem Schirm haben muss, dass es da Steuerausfälle gibt bei Ländern und Kommunen, zu denen man sich verhalten muss und die aus meiner Sicht auch in irgendeiner Form kompensiert werden müssten. Soweit dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Herbrand, könnten Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was dann für Sie der Unterschied ist zwischen der Prämienlösung und der Abschreibungslösung? Gibt es da konkrete Vorstellungen davon, die sozusagen gegeneinander abgewogen werden? Oder ist das? Naja, also die Unterschiede hat ja auch Herr Fuste erläutert. Beim einen macht man halt eine Abschreibung vom Gewinn und trifft im oder ist im Kern nur bei denjenigen, die auch Gewinne erzielen, dass da eine Entlastungswirkung aufkommt. Und die Prämie stelle ich mir vor als eine Art Investitionsprämie, die würden halt alle bekommen, ob Gewinne oder Verluste. Ich glaube, dass es darüber in der Tat größere, ich sag mal, ich will gar nicht von Differenzen sprechen, sondern Meinungsfindungen gab in den ersten Monaten oder in den ersten Tagen, muss man ja sagen, der Koalition. Denn wir sind ja jetzt mal gerade erst 100 Tage im Amt oder diese Regierung. Ich will noch mal kurz darauf zurückkommen. Also diese Super-AFA ist ja nicht irgendwie ein Selbstzweck von irgendwem. Also wir hatten da tatsächlich, ich sage es nochmal, in einer etwas anderen Welt andere Gedanken, um Dinge zu lenken, um bei Herrn Fuß zu bleiben. Ich glaube, die Stabilisierung konnte ja gar nicht im Vordergrund stehen, denn das, was wir jetzt als Stabilisierung kennzeichnen, war jedenfalls vor einigen Monaten so noch gar nicht erforderlich, sondern höchstens herauszukommen, stärker herauszukommen aus einer identifizierten Krise. Nein, da stand ganz stark die Lenkung im Vordergrund. Und diese Lenkung, glaube ich, die sollte auch bleiben. Das sehe ich etwas anders als Herr Fuß. Die sollte auch bleiben. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass man jetzt nicht, weil sich die Rahmenbedingungen komplett verändert haben oder sehr stark verändert haben, dass man jetzt nicht hingeht und etwas Falsches macht, nur deshalb, weil man es irgendwann mal aufgeschrieben hat. Ja, also jetzt muss man vielleicht auch die Kraft haben, mal alles setzen zu lassen und sagen so, was machen wir da eigentlich? Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das Instrument gut ist. Ich fand es auch im Vorfeld gut. Und trotzdem muss ich mir ja die Zeit nehmen dürfen, darüber nachzudenken, ob es auch in der jetzigen Situation das richtige Instrument ist. Und da bin ich jedenfalls, da werde ich immer mehr
skeptisch, denn ich bin auch da eher der Auffassung, dass man sich diese Debatten ersparen sollte darüber, was Digitalisierung und Dekarbonisierung ist. Das wird ein Rechtsstreitmarathon werden wiederum und möglicherweise dann hingeht als Alternative, ich sage es jetzt mal ganz frei, die degressive Abschreibung etwas länger noch nutzt. Aber das ist natürlich ein Prozess, der muss jetzt in der Ampel erstmal nochmal gemacht werden. Wir haben ja vertrauensvoll miteinander verhandelt und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir das jetzt vertrauensvoll nochmal miteinander besprechen sollten. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Stimmen gibt, die unbedingt diese Superabschreibung wollen. Ich sage nochmal, man sollte sehen, dass man jetzt nicht unbedingt etwas macht, was man zu einer ganz anderen, ganz anderen Rahmenbedingungen vereinbart hat. Nur deshalb jetzt unbedingt durchzuboxen, hielte ich für falsch. Und da muss man einfach mal drüber nachdenken. Das heißt jetzt nicht, dass man zwangsweise zu anderen Ergebnissen kommt. Aber ich glaube, die Freiheit, das nochmal zu hinterfragen, sollte sich jeder nehmen. Wobei, was wir jetzt als Problem nennen, die Frage der Definition, was ist digital und Klima, hat ja jetzt nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Die Definitionsfrage gab es ja von Anfang an. Das hat mich immer gewundert. Also gibt es, Frau Detzer vielleicht auch, gab es da denn konkrete Vorstellungen? Ist das erstmal nur eine Idee gewesen und man hat noch gar nicht sich genau darüber Gedanken gemacht, wie man das dann definiert? Genau, da wollte ich gerne noch was zu sagen. Ich würde vorab sehr gerne noch mal Herrn Truger wirklich zustimmen, was diesen Aspekt Einnahmeausfälle auch für die anderen Gebietskörperschaften angeht. Also das ist einfach ein Punkt, den wir auf dem Schirm haben müssen, weil eben diese Ausfälle ganz erheblich sind, so toll das Instrument einfach ist. Und da hängen wir einfach im Steuerverbund zusammen. Da muss man gucken, dass man jetzt nicht auf der einen Seite dann auch Investitionsmöglichkeiten schwächt. Gerade was die Möglichkeiten auch der öffentlichen Hand der Kommunen angehen, haben wir ja nochmal eine zweite Baustelle, wo wir einfach sehen, dass über die Zeit dann nicht genug passiert ist. Wir haben ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft dieser ganze Komplex kommunaler Wohnungsbau und Sanierung von kommunalen Gebäuden. Da wollen wir einfach nicht, dass die Finanzbasis der Kommunen kleiner wird. Das wäre, glaube ich, der Sache nicht dienlich. Ich fand einen Aspekt von Herrn Füß noch sehr spannend, ist die Frage, haben wir denn nicht eigentlich jetzt genug Förderprogramme endlich mal, um die Dekarbonisierung voranzubringen? Und jetzt muss doch mal klar sein, dass wir irgendwie, ich überspitze es boshaft, quasi es gibt doch jetzt genug Klima- und Transformationsprogramme, warum braucht es die Abschreibung noch? Meine Erfahrung ist, dass die Hebelwirkung von Abschreibungen einfach enorm viel höher sind als einzelne Förderprogramme. Förderprogramme, wenn sie sehr gut laufen, wie jetzt wirklich diese KfW-Sache zum Beispiel in der Breite, dann haben sie 10, 20, vielleicht 100.000 AntragstellerInnen. Aber den Hebel Abschreibung für Investitionen, das sind Volumina, die man, glaube ich, mit Programmen nicht erreicht. Das wäre zumindest jetzt mal die These, die ich in den Raum stellen würde. Da würde mich nochmal das Feedback interessieren, denn ich glaube, da reden wir einfach von sozusagen Wasserpistole und Bazooka so ein bisschen im Vergleich. Deswegen ist an sich, finde ich, schon die Abschreibung und auch diese Superabschreibung eigentlich eine interessante Sache, um diese Transformation zu unterstützen. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Ist es nicht kompliziert, das auf die Dekarbonisierung und auf die Digitalisierung zu münzen? Da muss man, glaube ich, ehrlich sagen, ja, das ist es. Also es ist dieser Vorschlag, das allgemeiner zu machen, breiter zu machen, ist einfacher, das ist ganz klar. Allerdings haben wir halt speziell in dem Bereich jetzt sehr viel Investitionsbedarf. Also wir hatten das ja, glaube ich, von DIW hatte ich mal eine Zahl da im Kopf, das war, glaube ich, nur die öffentliche Hand irgendwie, 330 Milliarden, glaube ich, bis 2030 und privat ist es ja noch sehr viel höher. Und wenn wir jetzt nicht da eine Gießkanne machen wollen, finde ich, ist es schon legitim zu sagen,
Man konzentriert sich auf eben diesen Bereich, der so hohe Investitionsbedarfe hat. Ich finde es dann spannend, aus einer Regulierersicht zu fragen, wie geht es eigentlich am allerbesten? Und in unseren Vorüberlegungen, also wir haben ja momentan noch keine Ideenskizze des BMF. Ne? Also Herr Herbrand hat sicherlich welche, wir haben diskutiert, aber es gibt quasi jetzt noch keinen Vorschlag in dem Sinn des BMF, wie sowas ausschauen könnte und wie man das machen könnte. Wir wissen nur von unseren Bundesländern, das war die Rückmeldung, um Gottes Willen, macht es nicht. Unsere Finanzämter können es nicht, weil sie es einfach nicht prüfen können. Und deswegen haben wir ein bisschen überlegt, ob wir nicht so in diese Richtung Vorprüfung sozusagen vor Finanzämter denken müssten. Das wäre im Kern so eine Art Instrument, wie man es bei der Forschungsförderung auch öfter dann anwendet, dass man, wie auch immer man das ausgestaltet, im Kern einen Check hat vorher, sind diese Investitionen also dann absetzbar oder sind sie es nicht. Das müsste man leisten. Also wir gehen jetzt Stand jetzt davon aus, dass das die Finanzämter nicht können. Und das wäre einfach nochmal interessant, das auch nochmal zu durchdenken. Ist das irgendwie ein sinnvolles, handhabbares Instrumentarium? Damit will ich nicht sagen, dass das nicht wahrscheinlich Herr Herbrand dann Bauchschmerzen macht. Aber ich finde, es lohnt, darüber nachzudenken, wie man das dann eventuell ausgestalten könnte. Eine Blaupause haben wir nicht in der Tasche, zumindest jetzt nicht von grüner Seite. Okay, also ganz klar ist noch nicht, ob da jemand schon die Idee vorher hatte, als das vorgeschlagen wurde, wie man das dann macht. Aber vielleicht, weil ich das zwischenzeitlich mal beobachtet habe, als kleinen Einwurf für die Ideenskizze des BMF. Die Iren haben seit vielen Jahren, also mit, weiß ich, seit 10 Jahren mindestens, glaube ich, mittlerweile ein ähnliches System, wo sie gezielt beschleunigte Abschreibungen auf Investitionen in Klima, Energie, Energieeffizienz, es geht vor allen Dingen um Energieeffizienz geben. Wir haben uns das mal zwischenzeitlich angeguckt. Das ist dann, die haben im Laufe der Zeit eine Liste aufgrund von Zertifikaten, von Normen, die irgendwo festgelegt wurden, zusammengestellt und eine Liste, ich glaube, von 1000 Produkten, die sozusagen da drinstecken. Klingt erstmal furchtbar, klingt erstmal kompliziert und viel, aber bei denen funktioniert das seit vielen Jahren und soweit uns das damals Leute aus Irland erzählt haben, die damit zu tun haben. Es hat sich das bei den Iren weniger fiskalisch ausgewirkt, weil die halt einfach wenig Steuern haben, Körperschaftssteuern, aber sozusagen auch als Referenzliste für, sozusagen, alle wollen unbedingt auf die Liste, wenn man sozusagen besonders energieeffizientes Produkt entwickelt hat, will man auf die Liste und dann so, egal, ob man das jetzt, weiß ich nicht, Herr Frust, ordnungspolitisch gut findet oder nicht, wollte es nur einwerfen, dass das durchaus Länder gibt, die sowas schon mal praktiziert haben und wo das seit vielen Jahren funktioniert. Achim Truger. Ja, also ich sage jetzt vielleicht nochmal vorab, ich finde es relativ spannend. Ich hatte die Debatte ja auch verfolgt und dass er jetzt schon auch vor diesem fürchterlichen Krieg ein bisschen Sand im Getriebe war, das war ja offensichtlich, aber trotzdem hatte ich mich eigentlich darauf eingestellt, dass da wohl noch was kommt. Und wie gesagt, eigentlich finde ich die Idee grundsätzlich gut. Deshalb werde ich jetzt einfach mal mich noch stärker dafür aussprechen, einfach mal zu gucken, wie die Reaktionen sind. Ich meine, das Problem ist doch vor allen Dingen, wie ich gesagt, aus meiner Sicht, klar, man muss einige der Punkte diskutieren. Abgrenzungsprobleme sind immer da. Da gab es auch, glaube ich, die Idee einer Positivliste oder so etwas. Das ist ja so ähnlich wie dieses irische Beispiel. Also ich denke, wenn man wollte, könnte man das sicherlich angehen und lösen. So, nehmen wir an, wir wollten das jetzt. Und ich habe ja gesagt, das Hauptproblem sind ja fiskalisch, ist die Überbrückung der Steuerausfälle. Und ich meine, wenn ich jetzt, auch wenn das vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt jemandem hier nicht gefällt, aber ich sehe schon, dass wir wahrscheinlich nochmal oder sehr wahrscheinlich 2023 nochmal die Ausnahmeregel bei der Schuldenbremse werden bemühen müssen und möglicherweise ja auch schon für den Ergänzungshaushalt, der jetzt im Gespräch ist, der, also irgendwie ist das ja in Energie, Flüchtlings und ich und Krise, die da kommt. Und wenn es jetzt so wäre, dass es vor allen Dingen auch in Energieeffizienzmaßnahmen geht, dass man das fördert, dann hat man da ja eine gewisse Synergie. Und dann könnte man doch tatsächlich über das Instrument mit der Ausnahmeregel Schuldenbremse das machen.
Und das wäre jetzt gerade mal vielleicht an diejenigen aus der FDP, die da große Bedenken haben, das wäre ja total solide, weil es eben mittelfristig ja nicht zu Mindereinnahmen führt. Das ist ja das Schöne an dem Instrument. Das heißt, man könnte jetzt eigentlich in dieser Situation mit großer Berechtigung in die Ausnahme gehen und könnte auch Kommunen und Ländern was anbieten entsprechend, die auch zustimmen müssten im Bundesrat, und könnte dann in den Folgejahren, wenn die Ausfälle ja weg sind und das Ganze sich dreht, hätte man das Ganze auch solide finanziert. Also ohne langfristige negative Konsequenzen. Eigentlich eine gute Situation. Also will ich jetzt nicht die, ich hoffe, ich habe jetzt die Bedenkenträger innen nicht zu sehr provoziert. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay. Herr Fuß, vielleicht zu den Punkten, die auch eben schon angesprochen waren von Herrn Herbrand, also sozusagen die Frage, ob das mit der Lenkungsfunktion nicht doch möglicherweise Sinn ergibt. Kann man das nicht auch so sehen, dass man sozusagen, wenn man so eine breite Wirkung hat, sozusagen eine Vielfalt an Produkten, die potenziell alle reinfallen, dass dann immer noch mehr der Markt entscheiden kann, als wenn man sehr spezifische Förderprogramme hat? Wäre das vielleicht ein Argument dafür? Also zunächst mal gibt es viele Länder, die Abschreibungen differenzieren nach Produkten. Das ist nichts Ungewöhnliches, heißt noch nicht, dass es intelligent ist, ne? Weil es existiert, weil es nicht weggeht, heißt es auch nicht, dass es funktioniert, sondern es wird einfach nicht abgeschafft. Jetzt differenzieren wir ja in der Tat schon nach Lebensdauer. In jedem Abschreibungssystem differenziert man nach Produkten einfach nach Lebensdauer. Und jetzt, dafür haben wir schon immer diese endlosen Listen in allen Ländern. Jetzt kann man eine zweite Liste daneben legen und sagen, ja, neben der Lebensdauer sagen wir jetzt, wie viel Digitalisierung steckt drin oder wie viel Dekarbonisierung steckt drin. Also administrativ umsetzen kann man sowas. Es gibt, die Frage ist nur, ob es sinnvoll ist. Und hier komme ich nochmal auf das Argument von Frau Detzer, das ja wichtig ist. Haben wir in der Dekarbonisierung, tun wir da schon genug? Und ich habe gesagt, da gibt es schon viel und meinte eigentlich nicht die Förderprogramme. Das stimmt, da gibt es ganz viele Förderprogramme. Aber das Entscheidende ist doch, wir haben zum Beispiel einen CO2-Preis. Wir haben alle möglichen Steuern und Abgaben, die Aktivitäten von Haushalten und Firmen lenken. So, warum? Also wenn ich sage, ich muss die Dekarbonisierung noch fördern bei den Unternehmen, dann sage ich damit irgendwie Regulierungen wie, was weiß ich, für CO2-Emissionen von Autos oder CO2-Preise sind zu niedrig. Und ich muss das irgendwie noch verstärken. Da fragt man sich natürlich, ja, warum erhöht man da nicht den CO2-Preis? Jetzt könnte man sagen, ja, wir haben das Problem, irgendwie können wir es vielleicht politisch nicht. Oder die Firmen glauben nicht, dass der CO2-Preis in Zukunft erhöht wird. Die glauben das einfach nicht, ne? Weil sie sagen, da kommen Gelbwesten, dann knickt die Politik ein und deshalb investieren wir erst gar nicht in Dekarbonisierung. Also solche Argumentationslinien kann man durchaus führen. Nur muss man sich dann fragen, welche Investitionen unterbleiben dann wirklich? Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man dann wirklich sagt, okay, dann müssen wir wahrscheinlich eher versuchen, ich sag mal, grundlegende technische Neuerungen und irreversible Investitionen fördern. Da geht es also nicht darum, ob ich jetzt LED-Leuchten einführe, sondern da geht es darum, ob ich, wenn ich einen neuen Hochofen baue, welche Technologie wähle ich. Und da wähle ich natürlich nur die grüne Technologie, wenn ich wirklich glaube, dass der CO2-Preis erhöht wird. Da gibt es also schon ein gewisses Problem. Ich denke nur, man muss irgendwie mehr nachdenken über den Grund, warum man das macht. Schlagwörter Digitalisierung und Dekarbonisierung sind einfach nur Schlagwörter. Und es wird viel zu wenig darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet und was man erreichen will. Jetzt ist es ja bei der Dekarbonisierung immerhin noch so, dass man sagen kann, ja, da gibt es eine Externalität und irgendwie hat Lenkung da noch halbwegs Sinn. Jetzt ist nur die Frage, was ist denn eigentlich bei der Digitalisierung? Ich muss doch Richtung Digitalisierungsinvestition das zu lenken. Ist doch nur gerechtfertigt, wenn die privaten Erträge, also die Erträge für die Firmen aus der Digitalisierung kleiner sind als die sozialen Erträge. Also ich kann mir noch vorstellen, dass die Erträge einer Investition in Dekarbonisierung kleiner sind, die privaten Erträge als die sozialen. Aber warum soll das bei Digitalisierung der Fall sein? Da müsste man mit Netzwerkeffekten kommen.
Das ist alles ziemlich kompliziert. Ne? Und ob das trägt, ich bin nicht so sicher. Vielleicht gibt es auch eine Überinvestition in Digitalisierung, zum Beispiel, wenn man Leute entlässt und die sozusagen in Digitalisierung von Prozessen investiert, berücksichtigen die Unternehmen dann die negativen Folgen für die Beschäftigten. Ne? Diese Frage könnte man stellen, wie schlimm ist das? Also ich will einfach sagen, mir fehlt, also ich habe so den Eindruck, man hat da zwei Schlagwörter genommen, die in aller Munde sind und hat gesagt, das hört sich irgendwie gut an. Also fördern war das. Aber man hat wirklich nicht besonders tief darüber nachgedacht, ja, warum eigentlich? Sind das wirklich, haben wir da wirklich noch Externalitäten? Und das ist alles, was mich daran stört. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass man die Abgrenzung vernünftig hinkriegt. Das ist sehr, sehr streitanfällig, aber machen kann man das natürlich. Ja, Herr Brandt, ich glaube, da sind Sie ein bisschen indirekt angesprochen, weil die FDP ja sehr stark sich für Digitalisierung da gemacht hat und auch wahrscheinlich das auch der Grund ist, warum das Feld damit in den engeren Kreis gekommen ist. Es ist ja unzweifelhaft, dass es auch andere Sachen gibt, die der Digitalisierung zu fördern bestimmt sind. In der Tat, aber haben wir uns halt im Vorfeld gemeinschaftlich auch diese zwei Punkte ausgesucht, wo wir gesagt haben, müssen wir noch mehr tun. Ja, da kann man halt unterschiedliche Auffassung darüber sein. Muss da jetzt mehr getan werden? Und wenn man mehr tut, wie kriegt man das halt am besten und vernünftig hin, sodass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten? Das ist korrekt. Ich war auch immer ein Freund, ich bin ehrlich gesagt immer noch ein Freund dieser super Abschreibung. Ich bin halt ob des Zeitpunkts mehr als kritisch geworden, in der Tat. Und insofern kann ich ja auch nicht gänzlich ausschließen, dass ich den Zeitpunkt auch nächstes Jahr dann nicht sehe. Dafür wissen wir alle nicht, was jetzt passiert in nächster Zeit. Aber dass man diese Lenkungswirkung nochmal verstärkt in diese zwei Bereiche, das finde ich ehrlich gesagt nach wie vor richtig. Ich möchte auf Herrn Truger noch eingehen. Das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass man die Länder mit ins Boot nehmen muss bei diesen Sachen. Also natürlich gibt es die Finanzierungslücke, insbesondere für Länder, Kommunen zu schließen. Die Länder werden ja mitstimmen müssen. Insofern wird es auch keine Lösung ohne die Länder geben. Insofern brauchen wir da selbstverständlich eine Einigung. Und ein letztes sei mir noch gestattet zu Frau Deser. Die Forschungszulage, bin ich der Meinung, ist kein gutes Beispiel, wie wir es machen sollten, wenn ich das nur so sagen darf. Es ist auch ein Bürokratiemonster. Aber Sie haben ja meine Bauchschmerzen schon in Ihrem Wortbeitrag formuliert. Okay. Frau Detzer, wollen Sie das darauf reagieren? Jetzt auch vielleicht auf das, was Herr Fuß nochmal gesagt hat, zur Problematik muss man Digitalisierung, wenn überhaupt, dann Digitalisierung, also Klima, vielleicht weniger noch Digitalisierung, speziell nochmal fördern? Ja, sehr, sehr gerne zu dem Punkt nochmal, ohne die Bauchschmerzen von Herrn Herbrand zu gering werden zu wollen. Aber das erschien mir doch vielleicht der spannende Punkt zu sein. Ich kann es nur aus der jetzt eben nicht wissenschaftlich empirisch belegen, aber meine Beobachtung ist, wenn ich unterwegs bin, einfach bei den Unternehmen, gibt es einfach zwei Gruppen von, sagen wir mal, Digitalisierungsständen. Die einen, die völlig klar sind, was passiert, die zum Teil auch Treiber sind, die einfach sehr, sehr fit sich schon längst auf den Weg gemacht haben. Und dann gibt es eine zweite Gruppe. Das ist insbesondere der kleinere Mittelstand bei uns, das will ich aber jetzt nicht verallgemeinern. Die sind sehr, sehr gut in dem, was sie tun und verdienen noch sehr viel Geld mit ihren alten Geschäftsmodellen. Und da gibt es eine Art Pfadabhängigkeit, die ich nicht unterschätzen würde. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es die sozusagen in den Studien abgebildet gibt. Aber ich weiß, dass sie da ist in der Realität, in den Betrieben. Und ich weiß, dass diese Unternehmen schon reagieren auf finanzielle Anreize. Die würden sich nie auf ein Förderprogramm bewerben. Deswegen ist eben gerade, fand ich diese Differenzierung nochmal so spannend. Aber die haben sehr wohl in ihrem Steuer,
politischen Überlegungen, dann diesen Aspekt sozusagen auch zu berücksichtigen und könnten da einen zusätzlichen Anreiz kriegen. Das war für mich immer das entscheidende Argument, warum wir eben genau bei diesem Megatrend Digitalisierung, ja, wir reden ja da nicht, das ist ja im Kern eine Frage von zentraler Wettbewerbsfähigkeit, um die es da geht, und zwar in der Fläche. Nicht nur bei eben den Tops, sondern eben gerade bei unseren Industrieunternehmen. Und ich glaube, da ist es schon gerechtfertigt, nochmal eben diesen letzten kleinen Push zu geben, zu sagen, mach da was, weil die nicht automatisch da drauf kommen. Das war für mich immer die Argumentation, warum eben diese beiden Aspekte, Digitalisierung und Dekarbonisierung eben aufgrund der externen Effekte, das ist ganz genau richtig, warum die da reingespielt haben. Also da hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl bei dem Verhandlungsergebnis, weil das mir ganz plausibel erschien. Okay, ich glaube, da sind jetzt beide Positionen klar geworden. Ich würde gerne die beiden Fragen aus dem Chat reinholen. Und zwar zum einen antwortet auf oder spricht jetzt unmittelbar auch die Diskussion an. Wäre es nicht eine Möglichkeit, also Cedric von der Hellen, wäre es nicht eine Möglichkeit, sozusagen bis zur Überwindung der Lieferkettenprobleme eine Investitionsprämie einzuführen? Und ich mute dann logischerweise später oder vielleicht gar nicht, aber später dann Abschreibung. Das wäre vielleicht eine Frage an Herrn Herbrand, aber ich lasse das offen auch. Zweite Frage, das denke ich an Herrn Fuest, bei der Frage der Verlustrückträge, ist das nicht ein Mittel, was zur Zombifizierung der Wirtschaft beiträgt, weil das Firmen aufrechterhält, deren Geschäftsmodelle möglicherweise in der neuen digitalen Welt sonst nicht überleben würden? Die beiden Fragen, was ich wäre von Ihnen, vielleicht Herr Fuß zu der zweiten Frage. Ja, ich habe ja gesagt, Verlustrückträge als Stabilisierungsmittel in der Krise. Man hat, wenn man Firmen stabilisiert, in der Krise immer das Problem, dass man auch ein paar Firmen rettet, die sonst im Strukturwandel und zwar auch zu Recht zum Opfer gefallen werden. Das ist einfach ein Abwägungsproblem. Also wenn man jetzt sagt, man macht es nicht, dann sagt man, ja, das ist uns ganz wichtig, dass in der Krise Unternehmen untergehen, die eben in Schwierigkeiten geraten. Und es ist nicht so schlimm, wenn ein paar, die Zukunft haben, auch noch mit untergehen. Das ist einfach eine Diskussion. Ich denke, es ist einfach unklar, welche Unternehmen das sind. Immerhin, also der Verlustrücktrag hat den Vorteil, ich schleppe jetzt nicht Unternehmen durch, die vor der Krise schon möglicherweise Zombie-Firmen waren, also die vor der Krise schon Verluste gemacht haben. Denen helfe ich nicht, sondern es müssen schon Firmen sein, die jedenfalls vor der Krise noch ein einigermaßen tragfähiges Geschäftsmodell hatten. Klar, das können Firmen sein, die haben noch irgendwelche Cash-Cows und nutzen die noch und haben dann doch keine Zukunft. Aber ich glaube, das, was wir an Evidenz auch dazu haben, es gibt eine Reihe von Untersuchungen zu der Frage, haben Hilfen in der Vergangenheit Zombie-Firmen in großem Umfang gestützt, und die Untersuchungen, die ich dazu kenne, sagen, das ist denn nicht das Hauptproblem bei Krisenhilfen. So, dass ich immer sagen würde, okay, in der Krise sollten wir versuchen, Unternehmen zu schützen, denen es vorher noch gut ging. Also das finde ich so als im Vergleich dazu, überhaupt allen Firmen zu helfen, finde ich es nicht schlecht, wenn man sagt, wir helfen Firmen, die vorher noch funktioniert haben. Also sie sortieren im Grunde nur die Firmen aus, die vorher schon Verluste gemacht haben. Ich glaube, es ist richtig, ein paar Zombie-Firmen schleppt man damit durch. Aber ich glaube, der Nutzen, tragfähige Firmen dann nicht in die Pleite rutschen zu lassen, der ist doch in den meisten Fällen größer. Und ich lese die, es ist nicht leicht, das zu messen, aber lese die Literatur auch so, dass das im Wesentlichen schon gestützt wird. Insofern würde ich sagen, das muss man hier in Kauf nehmen, dass man ein paar andere Firmen durchschleppt. An die Vertreter der Bundesregierung die Frage Investitionsprämie, die war ja eben auch schon im Gespräch, wäre das etwas, was jetzt eher ginge, vielleicht auch schon zum 1. Januar 2023, vielleicht einfach kurze Antwort, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Ja, gerne. Also aus meiner Sicht, wir leben in einer Zeit maximaler Ungewissheit. Wir wissen gar nicht, wie lange wir noch mit Lieferkettenproblemen zu tun haben. Noch vor einem Monat hatten wir ganz andere Gründe für Lieferkettenprobleme, als wir die jetzt auch anschieben. Also ich glaube, dass das jetzt auch nicht das Rätsels Lösung ist, zu sagen, wir machen jetzt kurzfristig eine Investitionsprämie, um dann langfristig möglicherweise auf eine Superabschreibung umzusatteln. Wir brauchen erst noch ein bisschen mehr Gewissheit, glaube ich. Frau Detzer nickt, nehmen wir als Zustimmung wahr. Achim Truger, Clemens Fuß, ich weiß, kann Sie jetzt ein bisschen damit ärgern oder versuchen. Ich glaube, Sie, Herr Fuß, stellen morgen die Konjunkturprognose vor. Achim Truger nächste Woche. Gibt es Anlass zu der Sorge, dass in der nächsten Zeit bei den Investitionen sich etwa die Investitionen in Deutschland so entwickeln, dass sie Hilfe brauchen können, dringend? Vielleicht können Sie das trotz der noch nicht veröffentlichten Prognose einfach beantworten, einfach um nochmal zum Schluss auf die Frage zu kommen, gibt es möglicherweise durch die jüngsten Entwicklungen durch den Krieg, durch die Folgen auf Inflation, sonst die Energiekostenkrise, Anlass zur Sorge für die deutsche Konjunktur und vor allen Dingen für die Investitionskonjunktur? Ja, ganz kurz. Ich könnte mir vorstellen, dass Energie, also ganz andere Baustelle eigentlich, dass energieintensive Unternehmen derzeit die Investitionen am Standort Deutschland auf Null setzen. Einfach deshalb, weil ja völlig unklar ist, ob wir nicht künftig ein komplett benachteiligter Standort werden, da eben unklar ist, ob das russische Gas weiter fließt. Ob die Politik unbedingt was dagegen tun sollte, ich bin nicht so sicher. Denn wenn wir dauerhaft höhere Energiekosten bekommen, dann bringt es auch nichts dagegen anzusubventionieren. Das bringt nichts. Aber ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen und vielleicht darüber nachdenken, ob man vielleicht andere Investitionen erstmal fördert. Aber ich denke, durch die Krise kommt jetzt ein komplett neuer Aspekt hinein. Das ist eigentlich weniger ein konjunktureller Aspekt. Es ist auch so ein grundlegender und langfristiger Aspekt, dass man sich fragen muss, so welche Industriestruktur ist eigentlich nachhaltig in Deutschland durch diesen Energiepreiskostenschock. Also die Unsicherheit steigt jedenfalls massiv an. Das Konzept auch für die Energiewende, Gas als Übergangstechnologie, ist ja in Frage gestellt. Da das Gas weg ist. So. Und diese Unsicherheit wird dazu führen, dass derzeit kein großes Unternehmen eine energieintensive Investition hier, glaube ich, neu planen wird. Die werden alle abwarten. Und also das ist ein Problem. So die richtige Lösung dafür habe ich auch noch nicht. Es dauert noch ein paar Tage. Vielleicht hat Achim die nächste Woche. Ja, vielleicht also die Frage sozusagen nochmal gestellt ist, also das ist sehr plausibel, was Sie sagen, denke ich. Die Frage ist ja, gibt es durch die Unsicherheit, die jetzt über, ich meine, es gibt ja viele Unternehmen, die vielleicht nicht energieintensiv sind, aber trotzdem Energie brauchen, die auch sonst von der Inflation, von den enormen Anstiegen der Erzeugerpreise getroffen sind, von der Unsicherheit, was Putin macht, gibt es da eine ernsthafte Gefahr oder Anzeichen schon, dass in der Breite und nicht nur sektoral, sondern breiter in den Unternehmen jetzt auf die Bremse getreten wird und man viele Dinge erstmal zurückstellt, solange man nicht weiß, wie es weitergeht? Also ich sag mal, der ZEW-Index ist nicht so schön wie der IFO-Index, aber auch ein guter Index. Der ist mehr abgestürzt als im März 2020. Zumindest erhöht das mal die Aufmerksamkeit. Ne? Wir müssen mal schauen, was die IFO-Unternehmensbefragung sagt. Aber ich muss sagen, ich mache mir schon Sorgen. Achim Truger? Hattest du noch? Ja, klar. Also ich kann jetzt ja auch nicht keine Details oder sowas verraten. Aber natürlich gibt es Grund zur Sorge. Die Konjunkturprognosen werden jetzt überall runterrevidiert. Und das offensichtliche Risiko, was ja auch noch passieren kann, ist, dass es einen Lieferstopp für die Energielieferungen aus Russland gibt. Und das ist natürlich ein akutes Rezessionsrisiko dann. Also kommt Deutschland ohne Rezession nicht vorbei. Deshalb würde ich auch glauben, bei allem, was man, also jetzt ein bisschen künstlich zu sagen, es gibt ja jetzt ein großes Investitionsrisiko und deshalb brauchen wir jetzt die Superabschreibung. Also das wird dann nicht das größte Problem sein, sondern dann wird das größte Problem erstmal sein, tatsächlich die Unternehmen über Soforthilfen, Überbrückungshilfen erstmal über Wasser zu halten und auch wieder in die Kurzarbeit zu gehen.
dann sind diese Hilfen wieder gefragt. Da wird jetzt ja zum Teil schon dran gearbeitet, auch zu Recht. Das ist dann das Hauptproblem. Und dann sieht man bei dem anderen weiter. Eine gewisse Plausibilität hätte natürlich dann, wenn es in Energieeffizienz geht, das ist etwas, was dann ganz notwendig wird, auch mittelfristig, ja nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig dann könnte man sagen, hat das wieder eine Plausibilität mit den Superabschreibungen. Aber wie gesagt, nochmal, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist dann ein völlig anderes. Und dann geht es erstmal darum, wirklich die Wirtschaft überhaupt über Wasser zu halten. Okay, ich würde sagen, wir haben kurz nach 18 Uhr, wir haben eine Stunde uns vorgenommen, sind fast Punktlandung jetzt im Moment. Gibt es noch eine dringende Meldung aus dem Panel? Sonst würde ich sagen, würde ich mich sehr bedanken nochmal dafür, dass Sie alle dabei waren. Das Thema zu diskutieren ist sicherlich nicht das, was jetzt heute Abend den Brennpunkt in der ARD machen wird, aber ich denke, latent schon sehr wichtig. Ich habe ein bisschen mitgenommen, sagen immer auch schon vorher in der Diskussion, dass diese Abschreibungen, also befristete, beschleunigte Abschreibungen als Stabilisierungsinstrument, eigentlich in so einer typischen Phase, eigentlich in einer bestimmten Phase, in einer ganz bestimmten Phase wirken. In der tiefen Rezession wirkt es nicht, weil die meisten noch im Zweifel viel, viel zu viel oder gerade die man erreichen will, noch Verluste machen. Im Aufschwung braucht man es nicht als Stabilisierungsinstrument. Dann lässt das im Grunde genommen so eine Spanne in dem frühen Aufschwung, wo noch sehr viel Unsicherheit herrscht, wo die Ersten wieder Gewinne machen, sich vielleicht saniert haben, erste Gewinne machen, aber noch mit Investitionen zögern. Vielleicht ist das so ein Leitmotiv für die Stabilisierungsfrage. Und da sind wir vielleicht dann jetzt nicht, Achim Truger, aber könnten vielleicht dann demnächst dahin kommen. Vielleicht ist das dann ein bisschen Leitmotiv, mal unabhängig von der Lenkungswirkung. Ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Bedarf nachzudenken. Vielleicht noch nicht beantwortet die Frage, aber spannend sozusagen jetzt die Kritikpunkte im Blick zu halten, was da ansteht. Vielen Dank, Clemens Fußt, Markus Herbrand, Frau Detzer, Achim Truger für die Runde und wünsche Ihnen einen schönen Abend und ja, hoffe, dass uns die nächste Zeit wieder irgendwann Frieden beschert. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute, herzlichen Dank. Tschüss. Danke, ciao.